Ja, gut. Keine Chance, mache ich nicht. Also reinklettern können wir da auch nicht, oder? Oh. Oh no. Ich kann Spallacci und Fingers noch im Büro erkennen. Wenn ich sie überreden könnte zu gehen, könnte ich mir das Manuskript schnappen. Okay. Also müssen sie irgendwie loswerden. Ich glaube, wir sind jetzt eh verbuggt. Wir hängen mal wieder fest. Moment. Ihr seht, speichern hat hier tatsächlich Sinn. Das klappt doch nicht. Das vielleicht? Und dann wollen die an die Brandschutzdecke unten? Das klappt doch nicht. Warum sollte ich das wohl versuchen? Naja, ein kleines Feuerchen legen halt. Das funktioniert so nicht. Doch. Das funktioniert so nicht. Ich finde, das funktioniert so sehr gut. Können wir sonst irgendwie anrufen bei der Meat Factory? Kreationsbüro. Na, vielleicht weiß Anna-Maria was. Das Manuskript, es ist wirklich hier. Oh, George, bist du sicher? Ich habe gerade unsere bösen Jungs gesehen und ich weiß sogar, wo sie es versteckt haben. Fantastisch. Ich bin bald bei dir, muss nur noch in ihr Büro reinkommen. Bei dir alles in Ordnung? Mir geht's gut. Virgil kann ja so lieb sein. Kann er das? Okay, jetzt habe ich schon so ein bisschen befürchtet, was heißt befürchtet, aber weil die da jetzt immer bei ihm bleibt, ne? Vielleicht bahnt sich da was an. Wir haben ja eh unseren Nico. Oh, okay. Mich gerade gewundert, warum ich nicht runter kann. Ja. Also da hinten war nichts mehr. Was ist das hier? Nichts passiert. Die Knochenmühle startet nicht. Eine Knochenmühle. Dann holen wir vielleicht nochmal den Schlüssel. Das können wir in der Knochenmühle kaputt machen lassen. Achso, nee, will ich gar nicht. Ich will den Schlüssel abziehen. Ah. Es geht jetzt nicht mehr, oder was? Ja, das ist natürlich scheiße. Müssen wir die wieder einstecken oder so? Oder ist es, weil nichts drin ist? Keine Chance. Mache ich nicht. Irgendwas reinmachen, was da dann hängen bleibt? Das funktioniert so nicht. Also erstmal muss ich das hier, glaube ich, habe ich es wieder hochgefahren. Dass wir da auch rein können. Wobei, ist da ein Gitter gewesen? Dass wir da auch schnell hochklettern können, falls jemand nach dieser Maschine guckt. Der gute Golfschläger. Nichts passiert. Die Knochenmühle startet nicht. Knochenmühle, das klingt irgendwie auch sehr falsch. Wir kommen ja auch immer noch nicht durch diesen Schalter rein, ne? Wo war das denn? Hier, das hatten wir noch. Ach, mit der Karte. Mit den Fingern in der Elektrik rumzustochern macht keinen Sinn. Aber mit einem Golfschläger. Warum sollte ich das wohl versuchen? Warum denn nicht?
Hier ist es auch so super leer. Ich habe vergessen, ich habe ja wollte wieder nur mit Maus steuern, aber ich habe ja noch meine Pfeiltasten. Ne, das waren nur die Dinger. Ah, hier ist aber ein Eimer oder so. Ne, den dürfen wir nicht nehmen. So eine Schweinehälfte dürfen wir auch nicht mitnehmen, ne? Hatten wir nicht schon Eis dabei? Ist das geschmolzen? Können wir mit Eis irgendwie einen Kurzschluss machen mit dem Wasser? Oder so? Ist das uns einfach weggeschmolzen im Inventar? Ah, guck mal. Das funktioniert so nicht. Dann in die Knochenwaage. Eine Knochenwaage, Knochen. Oh, ich komme hier nicht zurecht im Raum. Also kein Kurzschluss. Vielleicht hier Kurzschluss. Das klappt doch nicht. Was sollen wir denn machen damit? Ich bin gerade ein bisschen lost. Hier war nichts mehr. Das können wir aber ja auch nicht auf. Alfonsos Feuerzeug. Eine Art Spende für meine gute Sache. Ein Abfallbehälter für Fleischabfälle. Ah, mach dann nur wieder das. Das bringt uns leider nicht sehr viel. Na gut, ich sehe mich mal um und dann sehen wir uns wieder. Ich habe hier was entdeckt. Okay. Ich weiß ja nicht, ob uns das was bringt. Da kommt dann eine neue Fleischhälfte raus, okay. Vielleicht doch nicht so. Doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Ah, guck mal, waren wir hier schon? Nee, hier waren wir noch nicht, oder? Nein. Oh, das war. Oh, wir kommen hier wieder nicht mehr hoch, oder? Doch. Oh, da hatte ich kurz Angst. Tja. Au. Die Klinke ist sehr heiß. Fast wären meine Finger daran festgeklebt. Ach du Scheiße. Brandschutzdecker. Perfekt. Eieiei. Okay. Wird hier geräuchert, oder was? Das Fett aus dem Fleisch ist widerlich. Um das wieder wegzukriegen, brauche ich Spezialseife. Okay. Ich bin schmieriger als ein Stripper bei einem Damenkränzchen. Wir sind jetzt schmierig geworden, okay.
Können wir es einwickeln und mitnehmen oder so? Oder irgendwo reintropfen lassen, das Fett? Oder unsere Salami vielleicht auch mal kurz hier? Okay. Aus dem Holz ist Holzkohle geworden, aber es glimmt immer noch. Mit bloßen Händen kann ich das nicht anpacken. Durch die Decke spüre ich die Hitze des Holzes kaum. Also vielleicht dann doch was mit Feuer auslösen. Huch. Upsi. Das ist mir alles hier auch viel zu groß, ey. So. Dann probieren wir es mal. Da reinzumachen, dass die abgelenkt sind. Aber dann müssen wir trotzdem durch die andere Seite rein, oder? Also wir wollen, dass die da zu dem Kasten rennen, I guess. Ihr riecht doch verbrannt. Er hängt wieder fest. Der Qualm von dem Holz zieht in den Lüftungsschacht. Aber okay. Nur ein Teil davon zieht in den Raum. Ich brauche mehr. Ich glaube, jetzt hängen wir fest. Ich weine. So, wir haben uns jetzt auch schon direkt frisches Eis mitgenommen. Der Qualm von dem Holz zieht in den Lüftungsschacht. Aber nur ein Teil davon zieht in den Raum. Ich brauche mehr. Okay, mehr Qualm. Let's go. Ja, ein bisschen Saunaaufguss. Ah, dieser Rauch. Ist das nicht wunderbar? Der Geruch von Neapel in einer Salami. Wer hätte das gedacht? Aber hey, das ist jetzt zu viel des Guten. Kommt, wir gehen alle runter in den Club und feiern unseren kleinen Erfolg. Ja, mach okay. Das mal. Um Himmels Willen, ja. Wundert ihr auch gar nicht, wo der herkommt? Hey, Toni. Hängst dir einfach ein bisschen rum, was, Toni? Ihr Jungs macht jetzt Schluss und geht nach Hause, klar? Was ist mit dem Neuen? Was für ein Neuer? Der Kerl, der heute angefangen hat. Ach, lasst ihn. Verhungern wird er uns ja nicht. Fingers und die anderen gehen. Das ist die Chance, an das Manuskript zu kommen. Aber uns fehlt leider immer noch die Karte, oder? Das ist doch das Problem. Oh. Fingers und der Rest kamen aus diesem Raum. Aber wie? Der Raum ist voller Holzkisten und es gibt nur einen Ausgang. Ja, und es gibt den Kartenleser, für den wir kein Kartenlesegerät haben. Könnte irgendwo eins sein? Eins sein, eins Karte. Wir haben auch keine neuen Gegenstände, ne? Mal weiter. Ist hier in der Kiste was? Nee. Nichts passiert. Die Knochenmühle startet nicht.
Eieieiei. Wait, war das hier schon... Das hier war eben noch nicht auf. Ah. Fleisch. Fließband. Noch mehr Fleisch. Da geht's auch noch mal weiter. Okay, immerhin haben wir noch ein bisschen was zum Umsehen. Ich setze mich nicht in diesen Stuhl. Sollten wir das mitnehmen, nicht vielleicht, als Waffe? Ich setze mich nicht in diesen Stuhl. Ja, aber ein Fleischerbeil. Wow, unter dem Stuhl in der Ecke ist eine Blutlache. Oh. Wie wir alle wissen, sitzen Schweine ungern auf Stühlen. Ich will gar nicht wissen, was hier vorgefallen ist. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So. Oder ist das wieder der Heizungsraum? Ah, okay. Das ist wieder der Raum. Was ist hier noch drin? Auch warm? Nein. Die Tür ist zu, aber die Klinke ist kalt. Er wurde also länger nicht benutzt. Also es ist auch eine Räucherkammer, aber eine, die gerade nicht benutzt wird, ne? Ich hoffe, die sind hier jetzt nicht noch. Ah, was ist das? Ah, da kommen wir gar nicht hin. Oh, der Typ hier ist auch weg. Das Rolltor ist verschlossen. Dieser Weg ist versperrt. Okay. Gut, wir wollen ja auch noch nicht gehen. Haben wir eine Runde Schweinekarussell? Mein Gott, das muss Toni sein. Das ist kein Schwein. Sieht nach einem guten Jahr für die Martino-Meisterklasse aus. Oh, ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt. Die machen da Menschen rein. Das ist mir zwar zuwider, aber ich habe keine andere Wahl. Ja, ein Schlüssel. Oh, Schlüssel oder Schlüsselkarte? Ja, sehr gut. Noch irgendwas zu gucken? Der arme Kerl hängt an einem Fleischerhaken. Das muss der Typ sein, von dem Fingers vorhin sprach. Das passiert also, wenn du den Martinus in die Quere kommst. Das meinten wir auch mit abhängen. Der hängt hier ab. Ich habe die Leiche schon durchsucht. Ich gehe da nicht nochmal hin. Ich sollte den Kerl in Frieden lassen. Okay. Ja gut, dann können wir da jetzt rein und uns das Manuskript klauen, right? So, und jetzt einmal hier die Karte damit. Mal gucken, was dann aufgeht. Oh. Gelobt seien die geheimen Eingänge. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Okay. Erstmal, wo es hier neben der Treppe ist, nicht. Oh, wisst ihr was? Ich speichere gerade nochmal. Treppen sind mir nicht geheuer. Na? Wir wissen, dass Gefahrenpotenzial bei Treppen ist hoch. Deswegen. Wir müssen ja nicht alles nochmal machen müssen. Oh, das ist eine schwierige Geburt gewesen. Jetzt hier noch weiter? Nee. Ah, da sind wir im Büro. Selbst in einem geheimen Büro schließen die ihre Schubladen ab. Entweder Ach, come sind on. Die völlig paranoid oder diese Schubladen sind Attrappen. Okay. Na, da haben wir unser Kohlestück. Was mit dem Schrank? Der das Schrank ist fest verschlossen. Oh. Unmöglich, den aufzumachen. Aber da drin ist doch das Manuskript. Profi käme hier schwer ans Arbeiten. Und mit hier so dem Kartentrick? Das klappt doch nicht. Das klappt doch mit nicht. Mit bloßen Händen komme ich in diesen Schrank nicht rein. Das ist nicht der richtige Weg. Na gut. Mit dem Golfschläger oder der Salami? Das wäre keine so gute Idee. Vielleicht gibt es so einen versteckten Knopf oder irgendwas hier. Die Schubladen sind verschlossen. Es hat keinen Sinn, sie öffnen zu wollen. Ah, da ist was. What's that? Etwas, das in ein Seidentuch eingewickelt ist. Was auch immer in dieses Taschentuch eingewickelt ist, muss für jemanden sehr wertvoll sein. Aha. Ja, toll. Ein Foto der Schauspielerin Lucy Chu aus dem Film Kaltblütig. Hübsch, aber nichts, was man in ein Taschentuch einwickeln müsste. Ein Seidentaschentuch, offensichtlich italienisch.
Ein Werbefoto von Lucy Chu. Okay. Das ist ja jetzt erstmal strange. Da weiß ich jetzt erstmal gar nichts mit anzufangen mit der Info. Ach, hier können wir uns doch gar nicht weiter umgucken. Weil das können ja auch keine Hinweise auf irgendwas sein. Hier gibt es ja nichts, was wir damit machen können. Wir können hier runtergucken, da. Ich kann die ganze Fleischfabrik übersehen. Aber mein Fabrikbesitzer-Gen meldet sich irgendwie gar nicht. Okay, also wir brauchen irgendwie einen Schraubenschlüssel oder irgendwie was Spitzes wahrscheinlich, ne? Jetzt kurz mal gucken. Mit der Salami wird es nicht gehen. Das klappt doch nicht. Das Bild bringt uns jetzt auch nichts. Warum sollte ich das wohl versuchen? Ja, das weiß ich beim besten Willen auch nicht. Das klappt doch nicht. Das funktioniert so nicht. Ja. Wir gehen immer so durch. Alright. Dann gucken wir jetzt nochmal. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Einen spitzen Gegenstand vielleicht. Ein Schraubenzieher, dass wir die Scharniere aufdrehen können. Boah, jetzt diese Treppen wieder runter zu müssen. Horror. Also hier waren wirklich nur Kisten drin. Es muss eigentlich vorne irgendwo sein, wenn dann. Weil hier hinten haben wir uns wirklich schon intensiv umgeguckt. Auch bei der Knochenmaschine war nichts mehr. Wenn, dann muss eigentlich hier vorne noch was sein. Warte, hier sind wir zuletzt reingekommen. Das Beil dürfen wir ja nicht mitnehmen dafür. Jetzt vielleicht nach der Gesprächsoption. Ich setze mich nicht in diesen Stuhl. Ja, okay. Da dürfen wir nicht reingucken. Ah. Hier die Tür ging nicht aus. Sind hier vielleicht noch Werkzeuge zum Holz zerkleinern? Oder hier irgendwie so ein Schürhaken oder so? Hier vielleicht, wo das Fleisch dran hängt? Ich bin schmieriger als ein Stripper bei einem Damenkränzchen. Das muss ich nicht nochmal anfassen. Von der Decke hängt Fleisch, aus dem Fett zu Boden tropft. Der Geruch ist kräftig und die Hitze intensiv. Wie früher in Opa Stobberts Schnapsbrennerei. Also irgendwas müssen wir damit doch machen können. Oh, dieser fleckt die heraus. Bah. Ein völlig ruiniertes Taschentuch. Solche Flecken gehen nie mehr raus. Also wir können jetzt das einschmieren, aber das hilft uns doch immer noch nicht, wenn wir keinen Schlüssel haben, oder? Wir wollen doch eigentlich immer noch... Ja. Also das Fett hilft doch eigentlich nur, wenn was rostig ist. Und nicht, wenn was einfach verschlossen ist, oder? Schön Eis mitnehmen, keine Ahnung warum. Können wir das Schloss damit zum Rosten bringen und dann machen wir es mit Schmiere auf? Bin sehr planlos. Ich glaube, wir schaffen es mit dem Eis gar nicht bis dahin, das schmilzt doch. Nein, unser Eis. Nein. Schnell. Schnell. Roste. Das funktioniert so nicht. Nein. Vielleicht die Schubladen? Wenn ich irgendwann rumkomme. Rostet. Rostet und Warum schmiert dann. Sollte ich das wohl versuchen? Ja, ich weiß es auch nicht, weil wir keine besseren Möglichkeiten haben. Warum sollte ich das wohl versuchen? Ja. So, darf ich die jetzt einschmieren? Vielleicht lassen sich mit dem Fett aus dem Taschentuch die Räder gangbar machen. Was für Räder? Also das ist schon sehr absurd.
Die Räder des Sicherheitsschranks sind verrostet und sitzen fest. Aber mit etwas Öl oder Fett ließe sich das wieder bewegen. Wir schmeißen das Ding jetzt einfach aus dem Fenster. Das ist der Plan. Mit bloßen Händen komme ich in diesen Schrank nicht rein. Ja, du sollst den ja auch schieben. Mit bloßen Händen komme ich in diesen Schrank nicht rein. Das ist der Sicherheitsschrank, in dem Fingers Anna Marias Manuskript verstaut hat. Die Betonung liegt auf Sicherheit. So viele Schlösser habe ich noch nie gesehen. Wie soll ich da bloß reinkommen? Eingefettet und fahrbereit. Ja, eingefettet und fahrbereit. Let's go. Mit bloßen Händen komme ich in diesen Schrank nicht rein. Okay. Warum darf ich den denn nicht schieben? Steht doch an der richtigen Seite, oder? Mit bloßen Händen komme ich in diesen Schrank nicht rein. Dann schieb ihn! Muss ich hier irgendwie noch was machen? Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Weiß ich nicht. Wollen den hier durchhauen, oder? So, das haben wir uns doch eben schon angeguckt, oder? Kann ich die Knochenmühle sehen. Reinzufallen wäre ein großer Fehler. Die könnte sogar Autos zerlegen. Ja, oder Schränke. Aber das Fenster hatten wir uns doch schon angeguckt. Kann er den jetzt schieben? Mit bloßen Händen komme ich in diesen Schrank nicht rein. Ich gebe dir gleich ein paar bloße Hände. Jetzt irgendwie was benutzen. Vom Fenster aus kann man die ganze Fleischfabrik sehen. Der ideale Ort, um deine Belegschaft zu beobachten. Muss ich die jetzt vielleicht anmachen? Ich muss die bestimmt anmachen, oder? Aber dann geht doch auch das Manuskript kaputt, right? Wir gucken mal. Aber eben könnten wir den Schlüssel nicht abziehen. Meint ihr, wir können jetzt den Schlüssel abziehen? Nee, falsch. Es ist so verwirrend. So. Ja, eben durften wir nur hoch und runter machen. Ja. Dürfen aber auch weiterhin nur hoch und runter machen, oder? Ja, egal wo wir drücken. Er drückt immer nur den Knopf, oder müssen wir hier... Das ist aber doch Shit. Ja, die geht ja nicht an die Knochenmühle. Ohne den Schlüssel, oder? Nichts passiert. Die Knochenmühle startet nicht. Weil sie den Schlüssel braucht. Nichts passiert. Die Knochenmühle startet nicht. Mann! Ein furchterregendes Ding. Wie ein Folterinstrument. Das Kopfende ist voller Blut und Knochenresten. Ich hoffe nur, es dient zur Beseitigung von Schweineresten und nicht... Nein, da mag ich nicht mal dran denken. Spiel mobbt mich, Leute. Ja, dient bestimmt auch der Beseitigung von Leichen. Ich baue denen alles zu. Also ich weiß nicht, die Idee ist doch eigentlich gut, oder? Wenn das sogar Autos kaputt machen will, das muss doch eigentlich ein Hinweis sein. Mit bloßen Händen komme ich in diesen Schrank nicht rein. Du sollst ihn ja auch schieben. Ach. Hast dich doch dafür entschieden zu kooperieren. Oh Gott. Was eine Geburt. Meint ihr, jetzt dürfen wir den Schlüssel abziehen? Oh. Nein. Ich wollte nicht raustappen. Ich war zu gierig. Wegen der Freude, es endlich geschafft zu haben. Zumindest das Ding rauszukriegen. So, jetzt hier, ne? So. Aber, lass mich raten, es geht nicht. Nichts passiert. Die Knochenmühle startet nicht.
Darf ich jetzt hier den Schlüssel abziehen, bitte? Es ist so eindeutig, dass man den braucht. Es ist so eindeutig. Jetzt dürfen wir ihn mitnehmen. Oh, ist das Pain. Ist das die ganze Zeit vor... Oh Gott. Oh, diese Passage ist echt gemein. Diese Passage hier ist echt... Uiuiui. Ich lege die Schlüssel zurück in die Knochenmühle. Okay, tschüss, tschüss, liebes Manuskript. Eieiei, okay, ja. Natürlich fliegt das so raus. Das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Unter dem MP3-Player liegt Anna Marias Manuskript. Oh, der MP3-Player. Von unserem Kumpel, oder? Die Frage ist nur, wie erforsche ich es? Museen kommen nicht in Frage. Nein, es muss eine etwas bekömmlichere Umgebung sein. Lobino. Hey, Anna Maria, schau mal. George, du hast es gefunden. Oh, ich danke dir. Gehört alles zum Service. So, was haben wir denn da? Na, wir sollen uns das jetzt tatsächlich hier angucken, oder was? Wappen. Vier Ritter mit Schilden. Das vierte Wappen ist verdeckt. Ja, stimmt. Ja? Ah, okay. Ein Text, Latein, erster Teil, zweiter, dritter, vierter, ach du Gott. Burg? Eine ziemlich typische Abbildung einer befestigten europäischen Stadt. Die Flammen der Hölle verschlingen die Stadt. Klassiker. Glaubst du, dass dieser Engel von Bedeutung ist? Naja. Vielleicht gibt uns das Manuskript einen Hinweis. Das ist der Angel of Death hier. Die Folge. Kreuz, Halbmond, Davidstern. Was diese Symbole hier wohl sollen? Das Manuskript wurde 1307 niedergeschrieben. Die Tempelritter müssen den Angriff vorhergesehen und dafür gesorgt haben, dass ihr Schatz in Sicherheit gebracht wurde. Fleur de Lis in verschiedenen Mustern. In der befestigten Stadt stehen Minarette, siehst du? Sie sieht östlich aus. Ach, und auf den Ritter? Doch, auf den Ritter gehen wir auch ein. Das sieht aus wie Sankt Georg, der Schutzheilige von England, im Kampf gegen den berühmten Drachen. Komisch, die Stadt rechts sieht östlich aus, wird aber von einem christlichen Ritter verteidigt. War der heilige Georg nicht Engländer? Nö, eigentlich kam er aus der Türkei. Also inzwischen brauchen wir anscheinend kein Lobino mehr, wir sind selbst schlau genug. Da steht, der Engel wartet unter der Festung des einen wahren Patriarchen. Auf den, der da würdig ist und dem Pfad der Rechtschaffenheit folgt. Dein Latein ist gut. Ja, in der Schule war es irgendwie blöd, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also müssen wir nur noch herausfinden, wer genau dieser wahre Patriarch ist und wo seine Festung steht. Und dann einen Weg finden, um da runterzukommen. Aber welche Festung? Da steht, zum Ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen. Okay. Und ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Vielleicht bezieht sich dieses zum Ersten auf den Pfad, den der Rechtschaffene nehmen muss, um zum Engel zu gelangen. Das ergibt einen Sinn. Also sollten wir den Hinweis begreifen, sobald wir an der richtigen Stelle ankommen. Da steht, zum Zweiten wende dich an die Wappen auf den Schilden. Sekundum. Und schließe den Kreis, auf das die Ritter dich passieren lassen. Okay. Da steht... Zum Dritten, folge dem weltlichen Tertium. Weg des Meisters und erweise dich würdig. Sekundum Tertium. Zunächst die Geil. Festung, wo er kämpfte, doch schließlich der Macht der Mamluken unterlag. Der Dann was? Reiste er in Longshanks schöne Stadt, wo er als Großpräzeptor empfangen wurde. Ach du Gott. Zum Tempel in Villeneuve, wo er zum Großmeister des Ordens ernannt wurde. Bevor er zu der Insel reiste, wo er Hof hält. Und der letzte Teil. Da steht, zum Letzten,
Um das Licht zu sehen, wende dich vom heiligen Zion ab und blicke zur großen Festung des Reiches im Osten, der Sitz der heiligen Kirche im Westen, die gelehrte Koptenstadt im Süden. Wende dich vom heiligen Zion ab. Von welchem Ort? Jerusalem? Haben wir nicht alles? Ist hier noch was? Wappen. Die hatten wir aber doch schon. Oh, Polizei? Okay. Können wir jetzt zurückgehen? Hatten wir nicht alles? Heiliger. Den Heiligen hatten wir noch nicht. Ein deformierter heiliger Mann schaut über das Meer. Okay. Burg, Hölle. Was fehlt denn noch? Den Engel hatten wir. Besiegte Stadt. Götze. Hey, den hier kenne ich. Das ist Baphomet, der Götze, dem die Tempelritter angeblich gehuldigt haben sollen. Ich muss eine Möglichkeit finden, mehr über diese Sachen rauszufinden. Ah, wir haben es geschafft. Kannst du es entschlüsseln, George? Nicht vollständig. Ich brauche eine Bibliothek oder eine Datenbank. Aber die Straßen sind so gefährlich. Warum nicht online, übers Internet? Naja, es gibt da eine Webseite. André Lobineaus Gesellschaft für antiquarisches Wissen. Aber ich komme nicht rein. Hast du nicht gesagt, Virgil sei ein guter Hacker? Ja, aber der ist mächtig angefressen. Wir haben doch jetzt einen MP3-Player. Lass deinen Charme spielen. Dass Lobineau uns nicht auf seine Website lässt, das ist ja schon frech.